Ein Anruf der ARD-Buffet-Redaktion im Studio von Jörg Rädemann in Rodenkirchen bei Köln. Ein neues Abenteuer von Herrn Buffke beginnt. Mhm. Plätzchen backen, sehr gut. Schönes Thema, ja. Das Thema steht fest, aber alles andere liegt noch im Dunkeln. Denn die Geschichte muss noch erfunden werden. Zuerst tappen Zeichentrickfilmer und Cartoonheld gemeinsam auf einem ihnen noch unbekannten Weg. Den Ort kenne ich auch nicht, wo die Geschichten herkommen. Es ist immer sehr unterschiedlich. Entweder habe ich zu einem Thema sofort Ideen oder ich muss wirklich lange überlegen. Manchmal dauert es auch eine ganze Woche, bis ich eine ganze Geschichte habe. Das ist also wirklich ein Prozess, den ich irgendwie auch nicht so richtig steuern kann. Manchmal muss ich eben auch mir Anregungen holen aus Büchern, aus Filmen. Oder ich überlege eigentlich, wie geht es mir bei dem Thema in der Geschichte, wie würde ich handeln. Das sind dann so Tage mit auch mit schlaflosen Nächten, wo man einfach wirklich daran arbeiten muss. Ich muss jetzt eine Geschichte finden, um auch loslegen zu können. Seit Mitte der 80er Jahre beschäftigt sich Jörg Rädemann mit den Genres Trickfilm und Musikvideo. Auf seinem Tricktisch beleuchtet er Knetfiguren und Naturmaterialien wie Sand oder Zucker. Mit aufwendigen Stop-Tricks, Geduld und Fantasie erweckt er sie zum Leben. Doch in ihm steckt auch ein Minimalist. Ich selber bin eigentlich Fan von Filmen oder speziell Zeichentrickfilmen, die sehr einfach gehalten sind, die eigentlich mehr so einen handschriftlichen Charakter haben, wo der Hintergrund auch nur mal gerade locker hinskizziert ist und wo man eigentlich keine Farbe braucht. Da ist eine Faszination dafür da, dass man etwas zum Leben erweckt. Und wenn es nur ein Strichmännchen ist, wenn das auf einmal hin und her läuft oder mit dem Kopf irgendwo aufschlägt und die Leute fangen an zu lachen, ist das schon eine Dimension, die eben dann nur der Trickfilm hat. Für seinen Held erfindet der Zeichentrickfilmer einfallsreich Probleme. Herr Buffke überrascht dann immer wieder mit genialen Lösungen. Buffke ist eigentlich jeder, weil jeder Deutsche, jeder, alle Leute, die ich so sehe, die mir irgendwie auffallen. Ich bin da auch viel drin. Er meckert schnell und ist auch schneller mit den Händen, als er mit dem Kopf vielleicht ist. Und so ein typischer Handwerker, der da meint, er kriegt alles so hin. Typischer Sesselpupser, der auch gerne auf der Couch sitzt und die Welt durch die Zeitung betrachtet oder durchs Fernsehgerät, natürlich zu allem was sagen kann, aber sobald er die kleinste Kleinigkeit erledigen soll, schickt er doch lieber seine Frau vor. Weil sie sich so nahe stehen, verleiht Jörg Rädemann Herrn Buffke auch seine Stimme. Mit den Aufnahmen von Geräuschen im Tonstudio endet auch der Herstellungsprozess des Films. Weitere Pläne? Jörg ist selber gespannt auf die Abenteuer, die Herrn Buffke noch bevorstehen. Sogar eine Begegnung mit Außerirdischen würde er seiner Figur zutrauen. Auf jeden Fall ist er zuversichtlich, dass sie beide mit ihren Aufgaben noch wachsen werden.